Ja, moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Etappe der großen Münz-Odyssee durch Ostfriesland. Hallo Schatz. Morgen. Wir haben jetzt ungefähr 9.10 Uhr und wir haben gefrühstückt und alles und sind jetzt praktisch direkt auf dem Weg. Allerdings noch nicht zu unserem ersten eigentlichen Münzziel. Wir haben vorher gedacht, weil wir heute nicht ganz so viel auf dem Programm haben, beziehungsweise die Orte liegen alle relativ dicht beieinander, machen wir noch einen kleinen Abstecher vorweg. Den präsentieren wir euch gleich mit. Denn wir fahren jetzt nach Arle. Was ist Arle? Arle ist eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Ort, wo ein gewisser Uwe Rosenberg zu Hause ist. Geboren wurde. Und dieser Uwe Rosenberg hat das Brettspiel Arler Erde erfunden und auch auf den Markt gebracht. Und Rosenberg ist unser Lieblingsbrettspielautor. Richtig, weil der einfach super geile Brettspiele macht. Auch optisch total schön. Also ich denke, man legt auch Wert drauf, dass die wirklich schön werden. Ja. Und jedenfalls haben wir das Brettspiel Arler Erde hinten im Kofferraum dabei. Und wir haben uns jetzt als Gag überlegt, wir suchen uns jetzt ein Ortsschild von Arle, ein paar wird es ergeben. Da stellen wir uns daneben mit dem Arler Erde Brettspiel und dann machen wir da ein schönes Foto von. Und dann ist das toll. Also wir wollen einmal uns mit Arle Erde vor Arle fotografieren. Genau. Und Eckhardt heißt er jetzt. Wir haben uns jetzt entschlossen, er heißt Eckhardt. Eckhardt ist auch dabei, der wird die ganze Fahrt über jetzt dabei sein wahrscheinlich. Und also wir fahren jetzt nach Arle, dann seht ihr gleich das Selfie. Aber dann sage ich euch, wie es dann losgeht. Wir haben nämlich hier auch eine Liste natürlich. Also heute haben wir 8 Stationen, von denen wirklich die meisten auf dem Pulk liegen. Wie habe ich die zweite Etappe denn genannt? Krummhörn, richtig, weil 6 Stück alleine unter Krummhörn fallen. Allerdings sind das wahrscheinlich alles so verschiedene Gebiete, aber wirklich nicht weit auseinander. Greetsiel ist zum Beispiel dabei. Greetsiel, das steht hier nicht drauf, aber... Nein, das gehört ja alles zu Krummhörn. Ja, also ich gehe das mal kurz mit euch zusammen durch. Wir machen, wie gesagt, nach Arler Erde den Anfang in Lütetsburg. Und zwar beim Schlosspark. Und da das an Öffnungszeiten gebunden ist, übrigens der einzige Ort heute, der an Öffnungszeiten gebunden ist, der macht um 10 auf, der Schlosspark, da vor der Kasse. Da ist nämlich dann der Münzautomat. Deswegen sind wir auch ein bisschen später heute, das heißt spät, es geht ja immer noch. Das ist der erste Anlaufpunkt. Dann fahren wir kurz nach Norden, wobei Norden noch eine extra Tour hat, ich glaube morgen schon. Ja, morgen ist der große Tag. Morgen ist der große Tag, wo ganz viel ist. Und einen Abstecher machen wir heute nach Norden bei Intersport. Das ist halt so ein Sportgeschäft. Da soll einer stehen. Dann geht's nach Krummhörn. 6-mal Krummhörn. Da ist unter anderem ein Haushaltswarengeschäft, war das Meeresbrise, wo ich erst gedacht habe, das wäre ein Restaurant vom Namen her. Hat er einen Metalldetektor? Nee. Der schneidet Grünzeug. Das ist einfach, außer der so einen Metalldetektor dabei. Dann ein Geschäft Dit und Dat. Das ist, glaube ich, so ein Krimskramsladen. Dann kommt das Geschenkehaus Hölscher. Dann der Rettungsschuppen. Das war nicht mir jetzt gerade das Geräusch. Ja, Rettungsschuppen, weiß ich noch nicht genau, was das ist, werden wir dann sehen. Das ist, glaube ich, auch so ein Souvenirgeschäft. Auch? Ich weiß es nicht. Okay, und dann kommt eigentlich die Hauptattraktion heute, der Pilsumer Leuchtturm. Das ist der Leuchtturm, falls ihr euch erinnert, vor dem Otto Walkes stand, als er Otto der Außerfriesische gedreht hat. Da hat er in dem Film drin gewohnt, in dem Leuchtturm. Dieser kleine rot-gelb gestreifte, dieser ganz kleine Leuchtturm. Ja, da fahren wir heute hin. Da wohnt er mit Schildi, oder? Genau, da hat Schildi auch gewohnt. Allerdings ist der leider aktuell geschlossen, der wird wohl renoviert, aber wir können trotzdem davor stehen und uns da fotografieren, zusammen mit Eckhardt. Und da freue ich mich auch schon drauf. Vor allem, da gibt es 2 Automaten. Einmal einen normalen und einen Twin-Automaten. Das heißt, es gibt eine Memo-Dalje. Hoffentlich. Das gestern war zwar auch ein Twin-Automat, aber das hatte ich gar nicht erwähnt. Der hatte nämlich gestern, also in der ersten Etappe, muss ich ja sagen, in diesem Video, da gab es leider nur Scheine, also keine Münzen. Also heute, ich habe hier extra beigeschrieben, Twin-Automat, ja. Also ich hoffe mal, dass es eine Memo-Dalje ist. Übrigens beim Rettungsschuppen davor soll auch ein Twin-Automat stehen. Und der letzte Anlaufpunkt ist dann nochmal ein Leuchtturm, nämlich Kampen. Der ist allerdings ein bisschen weiter weg, aber den nehmen wir heute noch mit. Und auch da gibt es einen Twin-Automaten. Also wenn es ganz gut läuft, kriegen wir heute 3 Memo-Dalien. Da wäre ich schon gespannt. Wenn es noch besser läuft, kriegen wir Schafe auf Deichen. Schafe auf Deichen, das wäre auch geil. Haben wir bei der Anreise schon gesehen. Weiß gar nicht, ob ich da Fotos reingeschnitten habe. Könnte gut sein. Aber nicht von den Schafen. Ach, wir haben ja gar keine gemacht. Nee, die Schafe waren zu weit weg in dem Moment, als wir Fotos machen. Aber falls wir heute wieder Schafe auf Deichen, auch Schafen wäre komisch, wenn wir heute wieder Schafe auf Deichen finden und fotografieren. Ich soll gerade ausfahren, ich fahre jetzt da lang. Ja, das ist, glaube ich, Straßenverlauf voll. Ja. Das ist damit gemacht.
Ja, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Arle und melden uns dann zwischendurch. Wie gesagt, ich denke mal, irgendwann zwischendurch zeigen wir euch dann was oder ich melde mich dann. Ja, bis dann. Wir sind hier im Schlosspark Lütetsburg. Genau, wir haben den Automaten gefunden, steht direkt vor den Kassen, wie erwähnt. Und vor einem ziemlich großen Souvenirgeschäft. Da ist eine Menge drin. Ja. Mal reinschwenken, was da so ist, falls man das erkennen kann durch das Glas. Das weiß ich jetzt. Ah, viele Sachen auf jeden Fall. Zwei verschiedene. Ja, das ist zwei verschiedene. Bücher und Postkarten und Spiele. Hier wäre der Parkeingang, wenn man in den Schlosspark will, den sparen wir uns aber. Alex kurbelt fleißig. Tatsächlich sind diese Automaten verbreitet, habe ich gesehen. Hier sind schon zwei, drei Stück mit diesen Rädern. Drahtkurbeln, ja. Finde ich aber gar nicht schlecht. Die machen auf jeden Fall gute Prägungen. So, dann brauche ich noch das Schloss. Das Schloss. Einstellen nicht vergessen. Mittlerweile sind wir ja Profis bei sowas, ne? Ja. Und das Schloss. Kann man hier kurz. Ja. Also je schwerer es geht, desto besser prägen die auch meistens. So, also ich zeig mal die Ausbeute. Das ist die Ausbeute. Die sehen doch sehr gut aus. Ich finde auch, ne? Schön gekurbelt. Ja. Wunderbar. Haben wir es wieder? Mhm. Wollen wir noch vielleicht kurz... Wir können ins Geschäft auch reingehen, wenn du möchtest. Aber das ist, das, da kommst du wahrscheinlich erst nach der Kasse. Nee, kommst du nicht. Da ist eine große offene Tür, Schatz. Na gut, dann gehen wir rein. Ja. Kleine Zwischenstandsmeldung. Ja, wir haben eigentlich alles erfolgreich abgeholt. Ich zeige euch das mal eben kurz hier auch im Detail. Wir haben einmal Lütetsburg uns beim Schlosspark die Sachen geschnappt. Übrigens, also wir waren jetzt nicht im Park drin, weil das kostet dann nochmal Gebühren. Aber der Parkplatz war nur ein Euro. Und dann haben wir noch ein tolles Souvenirgeschäft da gehabt. Das habt ihr sogar gesehen. Ich habe es nicht gefilmt. Ja, ich kann es ja trotzdem erwähnen. Und wir haben was mitgebracht. Mag die dat? Denn mein Schatz möchte gerne Plattdeutsch lernen. Und zum Beispiel möchtest du wissen, dass Baum zum Beispiel Bohm heißt und Hase ist ein Has. Aber ein Bohm ist doch ein Spieler von Werder. Siehste? Und deswegen lernen wir mit Steffi dann Markdidat. Das werden wir dann während der Fahrt wahrscheinlich mal hier machen. Oh Gott. Ja, das musst du. So, und dann waren wir hinterher jetzt hier, gerade sind wir noch auf dem Parkplatz im Norden. Und zwar in der Fußgängerzone bei Intersport. Und das war ganz gut, dass wir hier waren. Also um diese Zeit, weil der war auf Rollen und stand draußen vor dem Gebäude. Das heißt, der ist wahrscheinlich auch weggesperrt dann sonst. Mhm. Also die haben wir beide gekriegt und bei beiden drei Münzen abgestaubt. Läuft sehr gut. Und jetzt, genau, die nächsten vier hier auf der Liste, die sind alle in Krummhörn. Das ist einmal Meeresbrise, dann Dit und Dat, Geschenkehaus und Rettungsschuppen. Also alles Gebäude, die alle, ich glaube, so ungefähr fußweg 10 Minuten voneinander entfernt, genau. Entfernt sind. Also vom untersten bis zum letzten sind es 10 Minuten. Und wir haben jetzt gesagt, wir parken jetzt bei dem ersten, da gibt es nämlich einen gesonderten Parkplatz. Mal gucken, ob der mit Gebühren ist oder nicht, sehen wir ja. Und den schnappen wir uns und dann gehen wir einfach mal spazieren. Und essen dann vielleicht noch eine Kleinigkeit. Jedenfalls werdet ihr dann gleich Video- und Fotomaterial von vier Automaten sehen, die wir alle nach und nach abklappern. Und dann machen wir ein bisschen Pause. Vielleicht seht ihr auch mal ein Foto von einem Eis oder so. Ich weiß ja nicht, ob wir vielleicht ein Eis essen. Vielleicht? Vielleicht, mal gucken. Kaffee trinken, sehen wir dann mal alles. Jedenfalls frühstücken wir jetzt einiges ab, bevor ich mich dann nochmal melde. Auf jeden Fall, ja. Mal gucken, ob wir die alle finden. Bin gespannt. Gibt es bestimmt auch ein paar schöne Fotos. Ich denke doch mal. Also, bis dann. Bis dann. Tschüss.
Da sind wir wieder. Und zwar ist der Tag jetzt allerdings nicht vorbei, das will ich nicht sagen, aber wir haben jetzt 1 Uhr, hast du gesagt, vorhin, ne? Ja, jetzt müssen wir so gegen 1:30 rum. 1:30 rum und wir haben aber schon ordentlich was geschafft. Wir haben tatsächlich alle 4 Automaten hier in Great Seal gefunden, alias Krummhörn, weil Great Seal gehört zu Krummhörn. Ihr seht viele, viele grüne Haken und ihr seht, einmal habe ich da in Klammern hingeschrieben, weil der eine Automat hatte zwar auch 3 Münzen, allerdings waren 2 doppelt. Deswegen haben wir da nur eine geholt. Aber trotzdem haben wir jetzt heute alleine schon wieder 16 Münzen. 16 Münzen. Und was möchtest du? Der Twin-Automat, richtig. Wir haben noch Münzen gekriegt, also Souvenir-Münzen bekommen. Memodalien, genau. Richtig schön. Und habt ihr ja Fotos von gesehen. Wir haben jetzt leider kein Eisfoto gemacht, aber wir waren Eis essen tatsächlich. War auch sehr lecker. Ich habe mir 3 Kugel Pistazie gegönnt. Lecker. Ja, Eiskaffee. Ja. Und ja, Eckart ist auch da. Und jetzt haben wir noch 2 Anlaufpunkte. Das ist jeweils ein Leuchtturm. Einmal der Pilsumer Leuchtturm, wie gesagt der Otto-Leuchtturm. Und danach noch der Leuchtturm Kampen. Und je nachdem, wo wir da lecker essen können, essen wir da auch dann. Mhm. Wahrscheinlich eher in Kampen, weil Pilsum gab es, glaube ich, nicht viel. Also, ja, höchstens auf dem Weg dorthin vielleicht. Wir schauen mal. Also die beiden klappern wir noch ab und das sollen wohl auch Twin-Automaten sein. Mhm. Also gucken wir da mal. Vielleicht gibt es ja noch mehr Memodalien. Der eine hatte Pech, als wir zu einem Automaten hingegangen sind, da am Seal direkt. Da hatte der die Seite mit den Scheinen, da wollte er so einen Souvenirschein, die wollen wir ja nicht. Da hat er irgendwie 2 Euro reingeschmissen und dann kam kein Schein raus. Aber wir wollten ja eh die Kurbelmünzen haben, also war das für uns jetzt nicht unbedingt schlecht. Richtig. Ja. Wir hatten ihm noch angeboten, dass wir erstmal kurbeln, vielleicht kommt der Schein dann raus, wäre aber auch nicht passiert, er ist dann auch weitergegangen. Nee. Bei uns hat es geklappt. Ja, alles wunderbar. War aber ganz merkwürdig, weil wir haben gar kein 5-Cent-Stück gebraucht. Die kamen. Richtig, das hat doppelt so viel gekostet. Genau, man musste 2 Euro reinschmeißen statt 1 Euro und dafür aber kein 5-Cent-Stück. Ich habe dich die ganze Zeit gefragt, wo muss ich denn die 5-Cent-Stücke reinschmeißen? Und dann meintest du, dann ja, schmeiß mal so einfach 2 Euro rein. Habe ich das probiert, 2 Euro rein, gekurbelt und dann kam Tatsache eine 5-Cent-Münze raus. Also so eine Automaten hatte ich noch gar nicht. Da kam dann instant eine 5-Cent-Münze raus. Die kriegst du geschenkt, also mit Prägung dann. Ja, geschenkt ist gut, dafür kostet das Prägen 2 Euro. Also habe ich 6 Euro, eigentlich 5,85 Euro. Bezahlt. Ja, bezahlt hast du? Für die 3, ja. Ja, stimmt schon. Man kriegt ja 5 Cent, muss man ja abziehen. Ja. Egal. Ja. So, wir fahren jetzt nach Pilsum und dann nach Kampen, die beiden. Und dann melde ich mich zum Schluss nochmal wieder, wenn wir alles haben. Und schöne Bilder gibt es zwischendurch noch. Ich freue mich schon. Du wolltest doch gerade noch was sagen, dachte ich. Ich habe gerade gesehen, Pilsumer läuft mal der 2 Automaten. Ja. Aber ich kann sein, dass ich das hingeschrieben habe und das eine ist wieder einer für Scheine oder so. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Wir werden es sehen. Vielleicht sehen wir ja Schafe auf dem Deich. Schafe auf dem Deich wollte ich ja immer noch reinschneiden, aber habe ich bisher, ja doch, es gab welche, aber so schnell war ich mit der Kamera nicht. Ja, aber das kriegen wir noch hin. Wenn gleich welche kommen, dann kriegt ihr auch Schafe auf dem Deich zu sehen. So, bis dann. Wir fahren jetzt los. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.
Schmeiß weg, Schatz. Ja, zweite Tour geschafft. Die zweite Etappe ist erledigt. Ich bin nicht ganz da. Und das, was wir noch nie hatten tatsächlich, komplett grün. Alles abgehakt. Nicht einen Fehlversuch heute. Wir haben alles gekriegt. Und das Schöne ist, das ist hier am Arsch der Welt. Also wir sind hier so eine Huckelpiste gefahren, Feldweg und was war das alles? Wir hatten echt Angst um das Auto. Ich würde es nicht mehr als Feldweg bezeichnen. Das Problem ist, das Navi schickt uns wahrscheinlich auch den Weg zurück, weil es gibt keinen anderen. Doch, es gibt einen anderen und ich finde den auch. Das werden wir sehen. Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass diese Autos, die hier alle stehen, diesen Weg gefahren sind. Ich werde davon berichten. Ihr habt ja gesehen, ein wahnsinnig schöner Leuchtturm. Also der Kampen hier ist nicht so berauschend. Aber der davor, der Pilsumer, der war geil. Ne? Ja, super. Das war richtig schön, da auf dem Deich lang spaziert. Richtig schön windig war das da, das war richtig geil. Und ihr habt ja die Münzen gesehen. Ja, gibt gleich noch ein Abschlussfoto von allen. Also wir haben tatsächlich jetzt alles geschafft heute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 22 Münzen plus 3 Memodalien. Wow, das war super. Geiler Ausbeute. Das wird nachher ein schönes gesamtes Foto. Und ja, jetzt steuern wir eigentlich noch die Ferienwohnung an. Es ist zwar noch früh, aber wir haben es geschafft. 4 Uhr. Es waren 4 Memodalien, weil in einem Automaten waren nämlich 2 drin. Oh, tatsächlich. Es waren sogar 4 Memodalien. Hast recht. Boah, geil. Ja, es ist gleich 4 und wir suchen uns jetzt noch irgendwie ein Restaurant. Wir fahren jetzt, also wir steuern die Ferienwohnung an und gucken da mal, was uns so auf dem Weg entgegenkommt. Ansonsten fahren wir nochmal zu diesem großen Meer, hieß das, ne? Genau, das sah eigentlich ganz ordentlich aus. Hat uns die Vermieterin noch empfohlen, dass es da wohl lecker Essen gibt. Und wenn wir sonst nichts finden, fahren wir dahin. Ansonsten war es das mit dieser Tour. Und ja, morgen geht es dann in die dritte Etappe. Das wird die Königsetappe. Die wird heftig. Soll ich schon mal ein bisschen teasern? Also wir werden uns... Eigentlich sind es nur 2 Orte, ist ganz einfach. Mhm. Ganz harmlos. Der eine Ort ist Norden, da haben wir 6 Automaten. Die sind tatsächlich ziemlich auf den Haufen alle. Ja, 4 davon haben schon mal, nee, 3 haben die gleiche Straße. Ja. Die sind alle sehr dicht aufeinander. Ja. Das Problem ist eher das davor. Norderney. Also wir müssen mit der Fähre rüber. Mhm. Und dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6 Automaten auf Norderney. Und da sind viele weit auseinander. Und wir können das Auto nicht mitnehmen. Ja. Die Autofähre nach Norderney kostet 40 oder 80 Euro. Da müssen wir echt gucken, wie wir das am besten machen. Wir laufen die ab und zum Leuchtturm nehmen wir entweder einen Bus oder ein Taxi, weil der ist 7 Kilometer auswärts. Also insgesamt sind es 12 Automaten morgen. Und das wird schon heftiger. Das wird sportlich morgen. Ja, für euch weiß ich nicht, wann die dritte Etappe kommt. Irgendwie ein paar Tagen vielleicht. Mal gucken, was ich zusammenschneide. Auf jeden Fall war das die zweite Etappe mit einem großen Erfolg. Und ich hoffe, dass wir genauso erfolgreich in die dritte Etappe starten werden. Ja. Okay, bis dahin. Tschüss.